Auch wenn es jetzt schon 18 Jahre her ist. Aber es war ein Erlebnis, eines von vielen, was mir bis heute nicht aus dem Kopf geht, und wenn ich daran denke, dann werde ich immer noch ganz geil. Ich war gerade 24 Jahre alt und wieder bei meinen Eltern zu Hause, da ich nach der Trennung von meiner Ex-Freundin aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen bin. Die Trauer wegen der Trennung hielt sich extrem in Grenzen, denn die Beziehung war in jeder Hinsicht nur mehr langweilig und wir lebten nebeneinander. Sex war in den letzten Monaten der Beziehung nur mehr ein Fremdwort. Es war ein herrlicher Sommer und ich genoss meine Tage als Single, ging fleißig aus und machte einfach, was ich wollte, dass seit Jahren mein erster Urlaub ohne große Planung vor mich lag, war einfach ein toll, ich wollte nichts planen und alles einfach auf mich zukommen lassen. Der erste Urlaubtag war endlich da und ich genoss ihn in vollen Zügen, habe lange geschlafen und nach dem Aufstehen verabschiedete ich meine Eltern, denn sie hatten ebenfalls Urlaub und fuhren für eine Woche weg. Ich hatte sturmfrei, dachte aber nicht an eine Party, sondern freute mich auf die komplette Ruhe. Als meine Eltern weg waren, nahm ich mir einen Kaffee, meine Zigaretten und setzte mich an diesem herrlichen Sonnentag auf den Balkon des Hauses und genoss die Sonnenstrahlen. Es war bereits am späten Vormittag richtig heiß und es wurde um einiges heißer, als die Nachbarin mit Bikini aus dem Haus kam und sich neben ihren Pool legte. Dass ich am Balkon sitze, das bemerkte sie gar nicht. Meine Nachbarin, was für eine Frau, sie wurde in diesem Jahr zwar schon 60, aber sie sah bei weitem nicht so aus, sehr gepflegt mit einer sportlichen Figur könnte man meinen, sie wäre noch keine 40 Jahre alt. Vor fast 3 Jahren ist ihr Mann verstorben und ihr Sohn ist vor kurzem aus beruflichen Gründen ausgezogen. Ob sie einen Lebenspartner hat oder nicht, das wusste ich nicht. Ich konnte meine Blicke nicht abwenden, als sie in den Pool gesprungen ist, ihre Runden gezogen und dann feucht aus dem Wasser kam, sich wieder auf die Liege legte, das Wasser glänzte auf ihrem Körper, es machte mich scharf. Im nächsten Augenblick öffnete sie das Bikini-Oberteil und legte es zur Seite. Ich starrte regelrecht auf ihren kleinen, aber dem Anschein nach noch sehr festen Busen und in meiner Hose wurde es immer enger. Lesen Sie den Rest der Geschichte in unserem Telegram-Kanal. Scannen Sie den QR-Code und gehen Sie zu unserem Telegram-Kanal. Der Link zum Telegram-Kanal steht auch in den Kommentaren.